Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Spiel 7 Days to D. Wir werden heute eine Loot-Tour machen. Wir werden Richtung Stadt fahren mit dem Fahrrad. Ich habe über Nacht ein bisschen unser neuen Haus gefällt, was ich jetzt aktuell spontan geplant habe. Ich zeige mal ganz kurz. Ich habe diese Arbeiten deswegen nachts durchgeführt, weil das einfach monoton ist. Nebenbei haben wir ein bisschen Kohle abgebaut und ein bisschen Erz, was ich dann bei Gelegenheit einschmelzen werde. Hier sieht man unser schönes Haus in den Grundzügen. Das sieht noch Gestalt an. Innen drinnen will ich auch alles so wie da gestalten mit diesen Elementen und dann in die Höhe mit Decke. In der Mitte muss noch eine Wand rein. Und dann eine Decke komplett aus entweder aus Holz oder Beton oder hier aus diesem Stein. Weiß ich, wie es hält. Jedenfalls unten sollen keine Türen rein. Eher dann mal von da ein Übergang oder von außen eine Schräge hoch, mal sehen. Oder von unten im Kellerbereich. Ne? Ich habe ja unten ja im Keller schon gebuddelt. Und da kann man ja sicherlich von unten reingehen. Und bei Blutmond entsprechend dann hier sich aufhalten. So, ich wollte zu den nicht Exit. Hier sind wir und ich wollte mal hierher fahren zu den vier Häusern. Und da wir jetzt ein Fahrrad haben, macht es uns ein bisschen leichter. Das heißt, wir können das innerhalb der kürzesten Zeit erreichen, ohne lange laufen zu müssen. Mal ganz kurz schauen, ob ich hier im Fahrrad noch was drin habe. An Loot. Na, ist leer. Das ist gut. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Weil wir meistens. Ja. Dann zu voll sind. Ne? Also, ich brauche. Messing. Viel Messing. Viel Munition. Ich nehme auch gerne Munition. Ich weiß aktuell noch nicht, wie man das Fahrrad mehr Gas geben könnte. Also trotzdem schneller als zu Fuß. Immer ganz kurz die Autos abbauen. Brauche den Benzin. Für unseren Erdbohrer, den wir jetzt gefunden haben, letztes Mal. Dann können wir schneller unsere irdischen Arbeiten durchführen. Junge, ich bin gelevelt. 4 Fertigkeitspunkte, das ist gut. Das halte ich mal für sehr, sehr schön. Mal sehen, wie wir es einsetzen werden. Dann hier Richtung, naja, gebrauchbares, ne? Produktion zum Beispiel. Oh, hier sind Knochen, die mal gleich mitnehmen. Nee, da nicht, da. Knochen brauche ich immer für Kleber. Kleber ist gut, weil wir brauchen nämlich Klebeband für unsere Reparaturkits. Für so lassen wir die Autos liegen. Die können wir immer noch nehmen. So, da sind wir im ersten Gebäude. Jetzt können wir gleich einsteigen.
Gibt's garantiert Bewohner, ne? Das Auto schon mal leer gemacht worden? Ich glaube schon. Nee? Oh. Blei. Nehmen doch gerne. Jetzt kommen wir um das Haus hier. Snowberry. Zum Beißen. Oh, hier ist Draht vor. Hier müssten wir erstmal den bisschen aufwecken, die Jungs. Dann machen die mir die Arbeit. Ein bisschen klopfen, ne? Zerlegen wir die Bude. Die Hütte ist gut abgesichert. Oh, die machen fleißige Arbeit, ne? Die Tür. Ich will hier die Tür reingehen. Es ist auch ein bisschen gefährlich, wenn man da ein bisschen reinläuft. Das ist nicht gerade gesund, ne? So unsinnig soll's. Jetzt kommen wir mal nicht dafür zu sorgen. Ach, Metall brauchen wir auch. So. Sauer, wa? So, mal gucken, ob wir die Axt bei uns dabei haben. Messer haben wir dabei? Ja, auch Messer dabei. Aber die Axt wollte ich haben für Tür einschlagen. Den haben wir nicht mehr nach oben. So. Sonst brauchen wir Ewigkeiten, um reinzukommen, ne? Ich dachte, die machen mir die Arbeit hier fertig und ich kann hier gut einsteigen. Oh, Leder. Habe ich so festgestellt, brauchen wir viel. Und das ist eine schnelle Methode, um in Leder zu kommen. Was soll das bedeuten? Lampe geht in die Richtung. Gut, machen wir später.
Gut, da war nichts versteckt. Leiter. Kein Kaffee. Oh, Tee oder in so einen Saft. Ich bin hier nicht alleine. Na, was haben die hier Schönes gebaut hier? Schutzanzüge. Ja, muss man erleiden, das Leiden beenden. So, hier ist gefährlich. Steine. Ölschiefer. Man kann mal Öl herstellen, aber mal sehen. Noch nicht rausgefunden wie. Da oben ist interessant, wenn er abgebrochen wurde. Ein Stuhl. Fett. Gut für Licht. Ein Tee. Oh, das brauchen wir für Reifen. Überladen, gibt's doch gar nicht. Seltsam, seltsam. Na oben liegt auch noch, aber ich meine, mal sehen, mal ein bisschen entladen, ne? Nicht hoch. Die sind zu schwer. Dann gehen wir zum Fahrrad und schauen, was wir alles umladen können oder entbehren könnten. Das wäre ärgerlich, wenn wir wieder zurückfahren müssten. Ne? Ich bin noch nicht am Ziel. Bisschen Munition wäre nicht schlecht. Maschinengewehr, aber Munition wäre gut, allgemein. Na, Zeichen an. Gut, was können wir jetzt entbehren? Beziehungsweise, was wollen wir jetzt überbringen? Können wir was essen? Das können wir da behalten. Ja, eigentlich. Das können wir stacken. Das auch, das auch. Wir brauchen das Glas.
Nutzen wir noch gleich. Pfeile, ja gut, Pfeile. Glaskrug. Und der Schuh war kein Mensch. Haben wir Holz? Die wollen ein paar Dinge machen, um hochzukommen. Dann werden wir kurz die Axt nehmen. Und ein bisschen Wutz bauen, wie Dinge heißen. Und dann schauen wir noch in die nächste Etage kommen. So, jetzt haben wir Holz. So. Wenn wir die herstellen, dann können wir sie nämlich eine Konstruktion bauen, um da hochzukommen. Und dann brauchen wir nicht so quälen, ne? Und mehr Bären. Dann da will ich hoch. Um die Dinge mal entfernen, immer so schön. Wie allgemein gefährlich. Ich bin nämlich Profi. Ich laufe gerne rein. Deswegen mache ich lieber weg. So, da will ich hin. Das heißt, bin ich ganz schön breit. Das sind zwei. Oh, Scheiße. Scheiße. Gut Deutsch, ja, Mist. Ich hab mich vom Bären erlegen lassen und Scheiße. Oh nee. Bei Bett, auf Bett. Wisst ihr, was das heißt? Ich muss weit laufen. Mein Rucksack holen. Ich hab wieder Trauma. Nein. Das gibt's gar nicht. Wisst ihr, wie weit das ist? Na, da geht nie raus. Und dann noch kalt hier. Wisst ihr, ich bin eigentlich nackt normalerweise. Also eine Unterhose habe ich an, aber ansonsten. Ach nee, das habe ich geahnt, dass ich da. Das sind Zombiebären, also keine richtigen mehr, also lebendigen. So, hoffentlich gehen die jetzt einfach hoch. Ei. Wenn ich meinen Koffer kriege, meinen Rucksack, und dann werde ich automatisch gleich wieder angezogen. Knochen, Fell, jo. So ein Mist, ne? Oh. Also ich brauche dringend meinen Rucksack. Den brauche ich. Und dann kann ich entsprechend da wieder die Bären versuchen, auf Distanz zu erledigen. Also, die waren doch so schnell. Oh, ist schon da.
Ich muss kurz Luft holen und dann mal gucken wir. Ich war ja unten gewesen. Ist der oben? Zack, müsste hier irgendwo sein. Über mir. Ach Gott, nee. Das heißt, nach oben den Rucksack schlappen. Mit R. Da ist er. Auch da oben ist er. Scheiße. 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 Dann gehen wir es hoch. Aber Rucksack, das ist auch nichts. Der Bär ist sauer. Ja, die Zombies haben mich geräuschig. Jetzt zerlegt hier alles. Aber ich brauche einen Rucksack. Ich habe den nicht gesehen. Bin da hier vorne irgendwo gestorben.
Zimmer, sagt er oben, ne? Da eine Ecke. Frag, wenn ich wieder hinkomme jetzt. Weil ich kann ja nicht sehen. Das ist das Problem. Bin bloß Händen erschlagen, na gut. Kompass gesagt, da oben der Kompass. Und den Bären sehe ich das halt nicht. Stühle. Ja, Munition. Da ist Tasche. Sack muss hier irgendwo sein. Normalerweise sind wir da, wo man stirbt. Da nicht. Also ich sehe ihn aktuell nicht, das ist ärgerlich. Wäre ganz gut, wenn ich den finden würde, bevor der Bär wieder kommt. Fehler im System oder so, ich weiß es nicht. Ärgerlich. Waffen. Ich meine, gut, Pistole nicht noch. Pistole und ein Jagdgewehr nicht noch, aber. So, Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich schaue mal nach dem Rucksack weiter, ob ich den irgendwo finde. Oder muss man es einfach lassen. Sag mal hier tschüss und ciao, ciao. Und hört und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss. Morgen geht's, Leute.